Geh mal, ich will erst mal gucken, was passiert. DEF, der Kampf ist entschieden, der Sieger ist Luigi. 11 Runden, war das, waren 11 Runden? Das waren 11 Runden, ich glaube, eins mache ich noch. Okay, jetzt habe ich Valentin. Okay, dann mache ich noch einmal. Aber das in einem anderen Part. Denn wir fangen jetzt neu an mit Canale Grande gegen Valentin. Der trockene Knochen gegen den Valentin. Mal gucken, wie das Match entscheidet. Also, ja, wie es sich entscheiden wird. Ich hoffe, ich gewinne jetzt. Ich begrüße euch in Canale Grande. Diese charmante Städtchen bietet Ballonwassertrank und Gondales. Nein. Ich wünsche euch sehr wohl nur Würfel, bitte, um zu bestimmen, wer beginnen darf. Oh, warum bin ich immer so weit unten? Valentin hat eine 8, ich habe eine 3. Der Knochen, der trockene Knochen. Ein wie Stadtkapitän von mir. Hier sind 10 Münzen für euch. Der ist ja reich, ey. Der muss hier immer 10 Münzen abgeben. Warte, die her. Wetten, der arbeitet als Bäcker. Ja, ein Pilz, der als Bäcker arbeitet. Die sind doch mal, die sind immer gleich, ne? Ja, okay. Du musst jetzt da lang. Das ist schön. Ja, fair geht vor, warte, werte Freunde, aber nur, es ist einmal die Party, die Schatten. Es ist auch eine coole Party, ne? Du bist bei, sag ich mal, der wirft ja schon wieder eine 10. Okay, man ist in Venedig. Du hast einen Laden mit Kapseln. Zwei Leute, die spielen. Du hast erstmal zwei Partygäste. Und noch einen alten Sack. Oh Gott. Da holt sich ein Superpilz. Ich glaube, ich mache den mal nach. Der fängt auch schon so an wie der liebe Luigi. Sein Bruder Alfred von hinten. Okay, ich habe einen Superpilz als Pilz bekommen. Ach Quatsch, ein Pilz. Ja, okay, dann gehe ich mal da lang. Ich glaube, wenn ich hier nicht gewinne, dann schneide ich das raus. Also wenn ihr das seht, dann habe ich gewonnen. Ja, wenn ich das sehen tut, dann habe ich gewonnen. Das ist ja voller Spoiler. Ja, und oder habe ich gewonnen oder habe ich nicht gewonnen? Das ist ja die Frage, ja. Da bekomme ich schon wieder. Warum ist das so? Ich wette, wenn ich da wieder dran bin, dann ja, dann habe ich eine 10 oder eine 5. Ich wette mit euch. Aber sicher, okay. Ich hoffe, ich kann jetzt 21 würfeln, da bin ich gut. Was ist das für ein Pups? Ja, eine 10, wow. Nein, jetzt nicht. Ich brauche, egal, ich bekomme 20 Münzen. Ja, okay, ich habe doch gesagt 10. Willkommen zum Bonus-Mikrospiel. Ja, mit könnte auch besser gehen. Dann nehme ich mal jetzt 5. Und mach doch mal ernst, denn ich will mein Geld. Ach Gott. Weil, auch wenn ich das verliere, habe ich noch Geld für einen Stern. Naja, okay, vernünftig. Gut. Und wenn ich was nicht weiß, dann rufe ich Mutterficker. Ja. Nasenspray. Natürlich für die Karten. Okay. Kirsche. Traube. Apfel. Banana. Fertig, schon weg mit dem Mikro.
Sensationell, alle Antworten sind richtig. Also ich mache das so, weil es ja nicht so viel Früchte gibt. Ich glaube, die da hinten, die da stehen, die sind die einzigen Früchte. Nehme ich mir Anfangsbuchstaben von denen und mache einfach ein Wort draus. Dann kann ich den Wort einfach nachgehen und die Frucht sagen. Ja. Yeah, 10 Münzen. Ich hätte das mit allen machen sollen. Ja, ein bisschen Risiko muss sein da, ne? Mal gucken, was der Typ da jetzt macht, der liebe Mario. Oh Gott! Oh nein, nein. Ja, gut, ist doch perfekt, perfekt. Wie viel Glück kann man nur haben? Gut, ich brauche da mindestens eine 5. Ja, schön. Ich glaube, mehr Spieler-Kommode, das kommt ja auch nicht. Donkey Kong erhält einen Preis für den Spieler im fantastischen Bonus. Ja, okay, ein Stern geht nicht, das ist schön. Okay, perfekt. Viele Münzen bekommt er auch nicht, das ist schön. 10 Münzen bezaubert. Ja, Meister, das Minispiel und erhaltet 10 Münzen. Mal sehen, welches Minispiel die Laune so fast für euch fährt. Also mal gucken, ob der Valentin dann gewinnt oder nicht. Hüpf. Das ist doch für Pferde und nicht für Affen und ein Valentin. Warum ist Mario CPU und der Donkey Kong nicht? Das ist auch CPU. Also CPU ist ja so eine Sache, ne? Also. Das ist ja wirklich so eine Sache. Ich frag mich, wann in den Mario-Spielen mal der erste Farbige kommt. Denn ich habe in den Mario-Spielen noch nie einen, ich sag mal, Farbigen gesehen. Nein, mir fällt gerade kein Farbiger ein. Also ich könnte jetzt auch Neger sagen, aber Neger ist ja so ein Wort. Meine Lehrerin sagt auch immer, ich soll das Wort nicht benutzen. Aber Farbiger? Das hört ja an, als ob der so angemalt wird. So. Ja, hehe, ich meine, ich hätte mal grün an, du Schlumpf. Ja, okay, egal. Ja, ich überlege gerade noch, ob es ein. Ja, ich überlege noch. Also, wie viel hat der jetzt? 38, ne? Okay, da verliert ein bisschen Münzen, aber ich glaube auch nicht so viel, dass er sich nicht mehr. Was ist das für ein Dreck? Ehrlich! Ja, ich gehe jetzt dahin. Ah, leck mich doch am Arsch. Ich krieg den Stern sowieso nicht. Aber ich hoffe, das war jetzt die richtige Entscheidung. Was ist das immer, wenn ich. Ich frag mich, warum, wenn ihr jetzt eine 1 würfelt, dann fühle ich mich so verarscht. Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich ehrlich verarscht, ne? Ich fühle mich wirklich verarscht. Womit habe ich das verdient? Wenn man mal Risiko braucht. Und man das einsetzen will. Warum bekommt er keinen Pluspunkt dafür? Ach Gott. Ich habe noch. Also ich halte jetzt einfach eine Fresse. Ne? Wenn er kurz vorm Stern ist, halte ich meine Fresse. Weil ich bin so gut. Nee, ich bin wie so ein Hellseher. Also immer wenn er kurz vorm Würfeln ist, mache ich meine Augen zu. Okay. Schön, dass er nur einen Stern braucht, ey. Schön, dass er da ist, ich bin aber nicht da. Da bekommt er noch das. Warum ist das so? Gut, jetzt poliere ich dem Mario erstmal die Fresse. Mit einer 10 Bam in your face, Bam. Ich habe einen Zauberstab, cool. Okay, den könnte ich noch gut gebrauchen, genau.
Ja, ich könnte mal was besuchen, mal gucken, was vielleicht so ein. Ja, oh, auf jeden Fall den da, auf jeden Fall, ey. Ihr könnt mir noch am Ende den Arsch retten. Schön. Ich brauche auf jeden Fall noch mal 15, also 20 Münzen von dem netten. Nein, das macht er noch ein Duell mit mir. Das für ein Duell. Wir sind bei Yu-Gi-Oh! Oder was? Okay. Ich müsste mich anstrengen, ich müsste mich anstrengen. Fischphobie ist nicht so schön. Rohrpost. Och nee, das ist auch wieder Zufall. Och Gott. Okay, ich könnte es hier ausprobieren. Aber wenn ich ja gewinnen würde, wäre es gut für mich. Hilfe, ich weiß nur, dass ich da lang muss. Ja, gewonnen. Oh ja, ja, das war knapp. Ja, habe ich nochmal alles ins Lot gebracht. Wenn ich jetzt einen Stern bekommen könnte, wäre es auch noch cool. Es war sehr schicki schicki. Okay, 10 Münzen sind auch nicht schlecht. Okay, dann bräuchte ich nur noch 5 Münzen von. Ja, okay, ich habe gewonnen. Nur ich durfte mal morgen nicht so aufreißen, wenn ich jetzt. Ja, okay. Also ihr würdet noch sehen, warum ich jetzt gewonnen hätte, wenn ich jetzt nochmal. Ich mache nein. Das brauche ich jetzt nicht. Nein. Also ich bin gerade etwas ruhig. Das könntet ihr vielleicht spüren. Denn ich muss mich gerade konzentrieren, wenn irgendwas was Falsches jetzt passiert. Okay, nicht ins Duell fällt. Das ist schön. Das ist okay. Nein, jetzt gerade nicht. Oh, das ist schön. Ja. Agnieszka. Kennt ihr das Wort? Das ist ja, du heißt mal eine Lehrerin. Agnieszka ist ja so, ich sag mal, polnisch. Und ich und mein Freund, der Michael, der ist auch, der macht, glaube ich, auch ein, ja, auf jeden Fall. Ich könnte dir Werbung für Michael machen. Der ist auf unserem Kanal Benjamin Bult, auf unserem gemeinsamen Kanal. Der macht auch mit Videos. Und der ist etwas, ich sag mal, pervers. Der redet nur über Onanieren. Die sagt immer, my friend. Wenn ich gut bin, dann könnte ich mir die beiden Stellen in einem Lauf holen. 1, 2. Ey, wie gut bin ich denn? Perfekt. Perfekt. Am Anfang sah es noch schlecht aus, aber jetzt bin ich gute Dinge. Okay, ich habe gewonnen. Das erste Duell habe ich gemeistert in sehr wenig Runden. Und ja. Die Entscheidung ist gefallen. Ich bin der Gewinner, Knochentrocken ist der Sieger. Mir noch 2 Knapseln und 2 Münzen. Du Loser! Jetzt guck mal, wie dein Penis ist, Valentin. So. Gar nichts. Okay, mal gucken, was er sagt. Der Kampf ist entschieden, der Sieger ist. Ja! Def. Er ist. Def. Ich übertrage die Ergebnisse. Die Einträge sind nun auf dem neuesten Stand. Ich habe gewonnen. 500 Punkte. Oh, krass. Nee, lass mal. Okay. Ich gehe jetzt mal auf. Souvenir Club und guck mal, wie viele Punkte ich habe. Vielleicht bin ich ja so gut und habe über. Ich sag mal. Warum? Was machst du da?
Ich will nach draußen. Nein. Ja, okay. Warte, was so genau? Ob, im Souvenirshop, ob ich genug Geld habe für die liebe Würdo? Ich habe auch über 1000. Wenn ich nicht genug Geld habe, dann mache ich kurz was. Ah, ich habe über 1000, das ist schön. Ja, aber sicher. Aber sicher. Toburdo, ich habe sie. Endlich, die ist ausverkauft. Wie kann ein Spieler ausverkauft sein? Egal. So, wir sind jetzt fertig mit Mario Party. Diese Aufnahme ist ja schon. Wir sehen uns dann, glaube ich, wenn ich mit dem Duellmodus fertig bin. Ja, und dann bei der Strecke noch die Bowser-Strecke habe. Und dann sehen wir uns wieder. Ciao.